Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich sehe einige bekannte Gesichter, aber natürlich, wie das halt bei so einer Jugendkonferenz auch üblich ist, auch einige, die man nicht kennt. Aber dafür haben wir ja heute den ganzen Tag Zeit, dass man auch euch noch kennenlernt. Ganz herzlich willkommen auch von unserer Seite auch an dich, Markus. Schön, dass du da bist. Und ich habe schon rausgehört, du hast gestern 9 Stunden Zugfahrt auf dich genommen, um hier bei uns zu sein. 9 Stunden Zugfahrt ist, glaube ich, wahrscheinlich die weiteste Anreise, die überhaupt heute irgendjemand angetreten ist. Wirklich beeindruckend und danke, dass du das für uns auf dich genommen hast. Genau. Ganz kurz zu mir. Ich bin der Matthias und ich werde heute die Moderation zumindest für den ersten Teil übernehmen. So, wo wir uns dann mal überlegen müssen, okay, naja, was ist denn jetzt eigentlich? Gut, dann gibt es meinetwegen einen Gott. Schön, es gibt einen Gott. Es gibt eine höhere Macht, die hat alles geschaffen. Meinetwegen, okay. Aber warum kann es nicht einfach mehrere Götter geben? Warum ist es nicht wie im Hinduismus? Dass man sagt, hey, man hat alle möglichen Götter oder im Römischen Reich für alle möglichen Sachen. Es gab ja sogar eine Göttin für die Herdflamme und so weiter. Warum gibt es denn nicht verschiedene Gottheiten? Und das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Ganz easy, ist eine ganz logische Sache. Was ist denn der Begriff von Gott? Gott ist definiert, das heißt, dass das Wort Gott meint, eine unverursachte Ursache. Ist ganz einfach zu verstehen. Gott verursacht alles andere, aber wurde nicht von etwas anderem geschaffen. Der Schöpfer schafft die Welt, deswegen ist die Welt anders als der Schöpfer, sonst hätte die Welt sich selbst geschaffen und dann kann sie sich nicht selbst schaffen. Das heißt, du hast den Schöpfer, der schafft alles andere, wurde aber selbst nicht erschaffen. Ganz easy. So, wenn du aber mehrere Gottheiten hast, können ja die nicht nebeneinander unverursacht stehen, sondern muss es ja eine Ursache geben, die die voneinander abhängig kreiert hat. Geht also nicht. Das heißt, das Thema Polytheismus, verschiedene Gottheiten, das war ganz schnell raus. Lass uns doch mal reingucken, wie sagt denn Jesus auch, ob wir herausfinden können, ob wir ihm vertrauen können oder nicht? In Gottes Wort, wir schauen mal rein. Lukas Kapitel 7. Die Kunde von dem, was Jesus getan hatte, gemeint sind Wunderheilung und dass er öffentlich tätig ist, verbreitete sich im ganzen jüdischen Land und in allen angrenzenden Gebieten. Kommen wir gleich drauf zurück. Johannes der Täufer hörte durch seine Jünger von all diesen Ereignissen. Er rief 2 von ihnen, von den Jüngern, zu sich und schickte sie zum Herrn, zu Jesus, mit der Frage: Bist du, Jesus, wirklich der, der kommen soll, der versprochene Messias, der Christus, der Retter der Welt? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Die beiden kamen zu Jesus und sagten zu ihm: Der Täufer Johannes hat uns zu dir geschickt, um dich zu fragen, bist du wirklich der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Also genau unsere Frage. Das ist genau die Frage. Bist du es oder bist du es nicht? Christentum oder ist es was anderes? Und jetzt gucken wir mal, was der Herr antwortet. Jesus heilte damals gerade viele Leute von Krankheiten und schlimmen Leiden. Er befreite Menschen von bösen Geistern. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, die sind aber sehr real. Und gab vielen Blinden das Augenlicht. Er antwortete den Boten von Johannes dem Täufer. Er sagte ihnen: Geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gerade gesehen und was ihr gehört habt. Stopp. Also nochmal. Die Jünger von Johannes kommen hin und fragen ihn: Bist du der, der es ist? Und Jesus antwortet erstmal gar nicht. Was macht er? Er antwortet nicht im Wort, er antwortet in der Tat. Er heilt weiter, er treibt Dämonen aus, er gibt Blinden das Augenlicht, während sie, die Jünger, daneben stehen und das gucken. Er antwortet in der Tat, er sagt: Schau zu. Und dann heißt es weiter, dass er sagt so: Das ist meine Antwort. Geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und was ihr gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund oder rein, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird die gute Nachricht des Evangeliums verkündet. Das heißt also, wo Jesus gefragt wird: Bist du der Christus? Ist das wirklich wahr, die Botschaft? Sagt er nicht: Naja, wenn du so aufgewachsen bist, dann bin ich's wohl. Er sagt nicht: Naja, wenn du das in deinem Herzen fühlst, dann wird's schon so sein. Er sagt nicht, wenn es dich zu einem besseren Menschen macht. Er sagt nicht, das ist deine Wahrheit und nicht meine Wahrheit. Das alles sagt er nicht, sondern er sagt: Guckt. Guckt es euch an. Guckt es euch an und guckt, ob die Indizien zu dem, was ihr seht, zu dem passen, was passieren sollte. Das ist das, was er sagt. Das heißt also, er sagt auch nicht: Hör auf deine Gefühle. Das ist was, was wir heute hören müssen. Wir sind eine sehr emotionale Generation. Wir sind sehr häufig gesteuert von dem, dass wir denken, alles, was wir fühlen, wäre real. Und alles, was real ist, ist etwas, was wir fühlen müssen. Da müssen wir das manchmal auseinander dividieren. Manchen fällt das leichter, manchen schwerer, dass wir gucken müssen, hey, Gefühle sind nicht unbedingt real. Und du in deinem Leben durch tiefe Täler gehst, ich durfte auch schon das ein oder andere erleben, dann sind diese ganzen schönen Gefühle nicht mehr da. Die kommen häufig wieder, aber die sind in dem Moment nicht da. Dann fühlt sich Worship in dem Moment nicht gut an. Dann hast du nicht dieses Kribbeln und dieses Brennen in deinem Herzen beim Bibellesen. Dann freust du dich nicht auf den nächsten Hauskreis und den nächsten Gottesdienst. Das ist dann so.
Und dann brauchst du was anderes als Gefühl, was dich da durchträgt. Okay? Gott hat uns schon durchgetragen. Gott möchte und wird dich da auch durchtragen. Ich will dir nur einfach sagen, wenn du deinen Glauben auf Gefühl aufbaust, ist das eine tickende Zeitbombe. Okay? Deswegen brauchen wir mehr als Gefühl.